Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich muss euch was verkünden. Ich habe Corona bekommen. Das erste Mal in meinem Leben. Es ist nicht lustig, ich weiß. Ich lache auch nicht eigentlich. Und ja, ich habe heute einen Antigentest gemacht und der liegt auf meinem Tisch. Moment. So Leute, hier ist mein Testergebnis von heute um 11:05 Uhr oder so. Na, 11:46 Uhr, vor 2 Stunden habe ich den gemacht. Und wie ihr seht, natürlich bin ich positiv, Corona-positiv. Und ja, ich habe mich einfach jetzt in die Quarantäne eingegeben. Ich habe beim Qualifizierung zum Job bis 25 Jahren Kurs angerufen, also beim BFI angerufen, dass ich nicht kommen kann, dass ich Corona-positiv bin. Die meinten, machen einen PCR-Test, den habe ich auch gemacht, gerade vor einer halben Stunde. Da ist noch das Lead Horizon Dings, also jetzt ohne Werbung zu machen, jetzt ohne Affiliate-Marketing, also hier ist dann die Dings, die Probenummer und so. Und ja, dachte ich mir halt, drehe ich ein paar Videos oder diese Woche, wo ich halt frei bin. Leider, weil den Kurs heute hätte ich gern wirklich besucht und so weiter. Und aber naja, wurscht. Also, jo. Ja. Was soll ich machen? Halt, jo. Aber das Geld wird mir hoffentlich nicht gestrichen, weil das Geld brauche ich, um meine zukünftigen Sachen zu finanzieren. Und ja, einfach heute weiter fleißig Bewerbungen schreiben, Englisch lernen, Videos drehen, für Deutsch etwas noch weiter lernen, ein bisschen Mathematik, also diese ganzen Fächer, die ich in der Mittelschule als Pflichtfach hatte. Vielleicht auch ein bisschen Betriebswirtschaft und so. Und ja, ein bisschen Sport machen. Ich weiß nicht, ob das in Corona gut ist, aber so. Aber naja, ich weiß nicht. Sport machen halt ein bisschen, denke ich. Und ja, also halt. Ja, eigentlich doof. Was ist eigentlich im ganzen Grunde? Und irgendwann wollte ich auch meine Roomtour machen und so. Irgendwie, es kommen auch noch Voice-Over-Videos. Diese Voice-Over-Videos kann ich in dieser Woche drehen. Das ist eine gute Zeit. Ich könnte es auch drehen, wo ich immer frei hatte, aber da bin ich halt immer spät aufgestanden. Dies, das, bla, bla. Und ja, jetzt muss ich auch mal ein bisschen lüften, damit das einfach, dieser Virus einfach ein bisschen rausgeht, ne? Danach muss ich duschen, bevor meine Eltern kommen. Es ist so windig, Leute, draußen. Und die Baustelle macht mir auch noch meinen Kopf kaputt. Und ja, wie gesagt, ich wollte euch nur sagen, dass ich Corona-positiv bin. Also, jetzt kommen vielleicht ein paar Videos während der Quarantäne. Und ja, ich habe auch Tipps für die Quarantäne, weil ich war damals nicht in Quarantäne, nie, das ist mein erstes Mal in Corona-Quarantäne. Aber halt so wegen der Schule, nein, nicht wegen der Schule. Quatsch, wegen der Klasse war ich einmal in Quarantäne, das war letztes Jahr im Herbst. 2020 im Herbst. Und ja, da sind wir halt eine Woche so fast zu Hause geblieben, hatten Online-Unterricht, während die anderen Schüler Präsenzunterricht in der Schule hatten, weil eine Klassenkollegin von uns positiv getestet wurde. Und ja, da dachte ich halt so, irgendwann werde ich das Video drehen und heute ist der Tag nach einem Jahr, Leute. Und ja, was kann man in der Quarantänezeit machen? Das kommt im nächsten Video. Dieses Video war nur zur Verkündigung so ein kurzes Video. Und ja, ich hoffe, ich werde bald gesund und kann weitere Videos drehen, die ich wirklich vorhatte, die ich auf meiner Videoliste habe. Und ja, also bis später. Tschüss. Abonnieren und Glocke aktivieren bitte. Abonniert bitte den Kanal unbedingt. Tschüss. Unbedingt abonnieren.